In Hamburg, aber Freunde, damit herzlich willkommen, Freunde, zu einem weiteren YouTube-Video auf meinem Kanal, Freunde. Und ja, Mann, Best of Tots sind draußen, dazu machen wir ein Draft-Battle. Und da könnte der ein oder andere auf jeden Fall sehr, sehr teure Spieler dabei sein. CR7-Tots, Mbappé-Tots und so weiter und so fort. Könnte heute discarded werden. Und zu Gast ist heute Max. Was geht? Gumax, wunderschönes gut kicken die Runde. Heute discard, Mann. Ich hatte richtig, richtig Bock, aber heute ist Draft-Battle, Jungs. Das heißt, die Chancen stehen. Ja, 50-50 würde ich sagen, entweder einer macht's oder der andere macht's, dies, das, ja, Bock, Mann, let's go. Ja, Leute, heute geht's auf jeden Fall um alles. Hier, ihr könnt das sehen, das Spinrad, ich habe hier so ein Spinrad gerade erstellt. Da sind alle Spieler drauf, die wir ziehen könnten aus dem Best of Tots, beziehungsweise discarden müssen. Da ist ein Ben Yedder dabei, ist ein Koulibaly dabei, aber auch ein CR7, Mbappé dabei, also und Vinny. Es könnte richtig, richtig scheppern heute. Leute, lasst gerne einen Daumen da, lasst gerne ein Abo da. Heute machen wir es so, Max. Wir machen heute nur, weil es um so einen richtig kranken Discard geht, heute nur um das Rating. Nur um das Gesamtrating, alles klar. Nur um das Rating. Nix Brasilien, nix irgendwie Informs, Icons, Tots. Heute geht es nur ums Rating, weil der Verlierer wahrscheinlich mindestens 1 Million Coins discarden muss, wenn er Pech hat. Okay, Leute, wir sind ready. Ich bin gespannt, wir gehen rein. So, ich bin ready. Dreierkette will ich haben. Oh, ich habe keine Dreierkette. Ich habe keine Dreierkette. Ich habe eine Dreierkette, aber meinst du, die ist gut? Also jetzt mal for real? Also ich spiele immer Dreierketten, weil ich die irgendwie fühle, aber ja, ist immer, ist auch glückabhängig so. Aber wie gesagt, heute gehen wir noch auf Rating. Wenn Rating nicht klappt, also wenn's da, wenn wir da verkacken vom Rating, dann müssen wir Xing Shang Shong und Best of Top. Junge, stell dir vor, man Xing Shang Shong und dann auf einmal guten Morgen. Guten Morgen, okay. Wir machen mal weiter. Ja, das hört sich gar nicht gut an, sage ich dir, es ist. Also der schlechteste aus den ersten drei war eine 95, sage ich mal so. Also wir machen mal weiter. Alles klar, Digga, müssen wir noch direkt. Nächster. Ja, also bisher ist es, es sieht gar nicht so riesig, weil es sieht nicht so schlecht aus. Also das ist okay, das ist in Ordnung, Jungs. Ich glaube, die können zocken hier. Haben wir die Drafts wieder ein bisschen hochgehauen, habe ich den Eindruck. Kann das sein? Ja. Auch jetzt mit den ganzen Tots-Leute, die ganzen... Oh, ja, jetzt, aber das war mal wieder so zwischenzeitlich, ging da gar nichts mehr, aber jetzt mittlerweile... Ja, absolut. Da ging teilweise gar nichts. Okay, weiter geht's, bitte. Wow, ja, es geht halt wirklich gerade um was Dickes, ne? Es ist nicht, das ist nicht. Ja, dieses, deswegen, also ich muss mich so konzentrieren, man muss auch auf 100 Chemie kommen, Jungs. Und das war dann bisher so mein Ding, wo ich nicht so ganz drauf geachtet habe. Es ist ja nicht diese Serie A Tots Discard, wo man sagt, okay, man kann zwar irgendwie was richtig sagen. Ja. Ein Kranker tut weh und der Rest ist wahrscheinlich, also es wäre ja relativ wahrscheinlich, dass man nicht den krankesten Discard muss. Aber hier sind alle gefühlt so über 1 Million Coins wert, also ja, das könnte schon scheppern. Man kann eigentlich kaum reinlocken, sage ich jetzt mal. Und gerade wenn ich die Liga sehe, Junge, da kriege ich hier, was ist das denn hier? Was soll ich denn mit dem Zandula, Digga? Zandula nehme ich jetzt hier mal mit. Wer ist das denn? Muchta, Digga, das ist Deutsch. What the fuck? Hani Muchta. Ich nehme den mit mal, aber ich sag ganz ehrlich, ich bin noch nicht zufrieden. Ich bin noch nicht zufrieden. Den, der hier wird es mal werden, auf ganz entspannt. Ich brauche noch was im Mittelfeld, Digga, also mein Mittelfeld, ne? Bei mir ist auch gerade, irgendwie linke Seite ist bei mir ein bisschen quatschig, aber sonst sind wir eigentlich ganz, sonst bin ich zufrieden. Welche Formation hast du? 4-3-3 habe ich genommen. Okay, ich habe die, boah, warte mal, ich habe die 4-3-2-1. Oh, hast du was Krankes? Hast du kranke Spieler? Ey, wen soll ich denn hier nehmen? So nee, okay, gut, ich glaub, oder was? Ja, ich kann es dir sagen, Luka Modric, Tots, 97 so. Boah, Junge, was ziehst du denn da für Sachen gerade krank? Ja, es ist halt gar nicht mal so verkehrt, aber jetzt brauche ich irgendwas von Real, also ich kann den Safe nicht einbauen. Also ich glaube, wir haben ja auf jeden Fall ein geiles Duell, glaube ich, heute. Ja. Weil ich ja, habe mindestens auch ein sehr gutes Draft, das kann ich schon mal spoilern. Ja. Also ja, wir haben ein geiles Duell. Es wird ein geiles Duell werden. Es wird ein Duell um Best of Tots und wir werden auf jeden Fall hier auch ein krankes Rating haben, beide, glaube ich. Ja. Und ich glaube, so muss das auch, Jungs. Also standesgemäß da. Und wenn ich jetzt hier noch einmal... Standesgemäß, ja, das war die ganze Zeit das Wort, was mir gefehlt hat. Ich wollte die ganze Zeit standesgemäß. Standesgemäß einfach. Standesgemäß, Junge. Wir gehen rein, nächster. Bitte. EA Sports. Also meine linke Seite. Wenn ich meine linke Seite wegkriege, dann wäre es sehr gut. Holy shit, Bro. Ich weiß es nicht. Also es ist nicht... Es hat nachgelassen. Es hat nachgelassen. Warte mal. Digga, es hat gerade so Qualität. Jetzt ist der LV noch weg. Und LV noch weg, komm. Ich habe immer noch Non-Rares hier drin, das willst du gar nicht wissen. LV, wenn der LV noch weg geht, nicht. Dann können wir einen schönen Tag haben. Ich muss den Non-Rare irgendwie wegklappen. Der muss raus irgendwie. Wie krieg ich da den Non-Rare raus? Erzähl's mir bitte.
LV muss weg. Wie geht das? Oh mein Gott, ich glaub, der LV muss weg. Der LV geht nicht weg, Bro. Ja, Diaby ist... Ja, wann innen vom Diaby, was soll ich denn mit dem? Mal ganz ehrlich. Der LV geht nicht weg. Bitte LV jetzt. Ach, Digga. Digga, ich krieg keinen guten LV gerade. Oh mein Gott, deswegen, ich bin jetzt einen Ratingpunkt runtergegangen. Ich sag dir for real, ich werde keine 100 Chemie schaffen. Ich werde keine 100 Chemie schaffen, Chat. Ich werde keine 100 Chemie schaffen. LV! Mann, ich krieg kein LV. Es ist doch zum Mäusemelken. Ich werde keine 100 Chemie schaffen. Es geht nicht. So, jetzt geht's. Es geht nicht, oder? LV! Ich den nein. Das ist Torhüter gewesen, das war Quatsch, was ich gelabert habe. Ja gut, ich bin schon fertig mit meinem Team. Ja, ich ach, auch gleich. Mano. Ich muss spekulieren. Ich hoffe, ich hab mich verkackt, Digga. Ich bleib so, ich brauche jetzt einen Manager, einen... Ja, ich bin mein vorletzter Spieler. Einen guten Manager brauche ich. Einen argentinischen Manager, der in Premier League am Start ist, dann wäre perfekt. Ja, und jetzt bräuchte ich hier nochmal einen guten Hüter. Das ist okay, das ist in Ordnung, aber ist jetzt auch nicht das ganze Gelbe hier vom Ei. Dann nehme ich den einfach mal mit hier und ich glaube, ich bin auch schon auf dem Maximum eigentlich angelangt. Ich sortiere gerade noch ein bisschen Bank, aber... Bei mir macht keinen Sinn mehr, Digga. Ich habe gerade überlegt. Ich glaube, so viel tut sich bei mir auch nicht mehr. Okay, lass uns Manager abholen, oder? Können wir eigentlich machen. Yes, hast du ein gutes Gefühl? Hast du ein gutes Gefühl? Nee, habe ich nicht. Okay, ich will Manager ab. Sehr gut Job bin. Ja, für ein Manager ab. Let's go. Ja, ist egal. Also ich hatte jetzt 100 Teamchemie. Kann ich nicht spoilern. Nein. Ich nehme Heulenbach hier mit. Komm. Ich habe nicht 100 Teamchemie. Okay, das ist kein schlechtes Zeichen. Das ist kein schlechtes Zeichen. Nein. Okay. Okay. Also ich sag dir ganz ehrlich, ich habe einen Non-Rare halt in der Startelf, der mein Rating komplett runterhaut. Nein, trotzdem, so Mann. Ich habe, so, ach Mann, das könnte jetzt so entscheidend sein. Das könnte so entscheidend okay, sein, okay, Bro. Okay. Sag mir mal dein teuerstes okay. Spiel aus dem Draft. Mein teuerster Spieler so. Ist Messi ja? Tots. Also okay, das ist von okay. Mein highest-rated Spieler. Teuerster wäre, okay, glaube ich, von... Ah, ich weiß nicht. Ja, doch. Messi okay. Tots müsste schon teuer sein. Ja, ja. Bei dir, was ist dein highest-rated? MAP Totti hat 97 bei mir, dann Modric 97, also die beiden 97er. Ich hab die halt nicht, also ich hab den Modric leider nicht okay. reinbekommen. Die du hast 100 Chemie, ne? Ja, ich hab 100 Chemie. Was für ein Rating hast du? Warte mal, wir machen so. Hast du über 90? Ja. Hast du über 91? Nein. Ich auch nicht. Und das heißt, wir haben beide eine 91 und ich habe aber einen Chemiepunkt mehr, oder? Ja. Oh mein Gott! Wichtig! Ganz, ganz wichtig! Ich wusste, ganz wichtig! Ganz wichtig! Oh mein Gott! Und ich sag dir ganz ehrlich, ich verstehe bis jetzt gerade noch nicht, warum das hier keine 192 eigentlich geworden ist, oder? Digga, ich hab hier Berardi, Modric, 97, 96. Aber hier diese eine Nonne, scheiß halt so rein. Ein Chemiepunkt! Verliere ich das Duell? Wow! Okay, wir gehen zum Discard. Mit einem Punkt muss ich jetzt vielleicht 2 Millionen Coins discarden. Das kann nicht wahr Let's sein. Go. Wir gehen rein ins Discard. Wow. Mbappé, wir kommen. So, Freunde, wir sind zum Discard beim Discarden jetzt. Und jetzt könnte ich wegen einem Chemiepunkt um die 5 Millionen Coins discarden. Unter anderem ist Mbappé am Start. Ja. CR7. Digga, das könnte jetzt richtig scheppern. Ich bin gespannt. Wir drehen das Reel jetzt. Und ich hoffe, wir landen irgendwie bei Trent oder so. Maignan. Ich dreh's. Ich sag's halt mal genannt, pass auf. Kimmich! Joshua Kimmich, das sind glaube ich 800.000 Coins. Was kostet der? Ja, aber der hat eigentlich eine gute Karte, 97 halt, ne? Bro, 800.000 Coins. Das ist immer noch so viel. Das ist ein teurer Chemiepunkt, darf ich das mal kurz sagen? Da wegen einem Chemiepunkt muss ich ja 800.000 Coins verlieren, Hilfe. Aber naja, ich gebe dir mal Chat ab und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Kill, Freunde, wir haben gerade lange überlegt und. Ich habe überlegt, ob ich den roten Kimmich abgebe oder, weil ich hatte den in Rot tatsächlich, oder ob ich ihn extra nochmal kaufe für 800.000 Coins oder 700.000 Coins. Und die Community meinte auch letztes Mal, dass rote Karten immer mehr wehtun und ich will irgendwie, dass dieser eine Chemiepunkt auch richtig wehtun soll. Deswegen geben wir Joshua Kimmich in Rot sogar ab. Wow, das war's Kimmich, Bruder. Ich habe mich so gefreut. Es war so eine heftige Karte. Wegen einem Chemiepunkt. Dieser eine Chemiepunkt hat uns jetzt 800.000 Coins gekostet. Der Mann ist weg.
Wow. Scheiße, scheiße, egal. Ja, Hauptsache kein MAP. Aber klar, zum Best of Tots, das ist, ich glaube, da bin ich sogar noch ganz gut. Mit Kimmich bin ich sogar noch ganz gut dabei. Leute, lasst gerne einen Daumen da, lasst gerne ein Abo da. Wir sind kurz zu 15.000 Abonnenten, lasst gerne ein Abo da. Checkt Max ab, Link in der Videobeschreibung. Wir haben da auch ein cooles Rückspiel auf seinem Kanal gedreht. Ist ein Best of Tots Discard auch. Ich hoffe, er musste da CR7 abstoßen. Ich bin gespannt. Wir gehen auf jeden Fall dahin. Haut rein, macht's gut und ciao, ciao.